Willkommen beim Whisky Nerd. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen. Und ja, diese Woche, die letzte Woche war doch etwas, ja, wie soll man sagen, tragisch für uns Wiener. Ihr alle habt sicher den Anschlag mitbekommen. Es war jetzt keine schöne Zeit in Wien. Am Tag danach war ziemlich alles sehr ruhig. Einige Geschäfte waren geschlossen in der Innenstadt. Ja, es war jetzt nicht gerade eine schöne Zeit. Unsere Kinder blieben auch zu Hause. Aus Sicherheitsgründen konnte man die Kinder zu Hause lassen. Sie mussten nicht in die Schule oder in den Kindergarten. Weil man ja nicht wusste, ist jetzt noch ein Täter auf der Flucht. Also war das Ganze nicht so lustig in dieser Woche. Nebenbei jetzt auch wieder sind wir in Lockdown. Das kommt auch noch dazu. Aber das kennen wir jetzt schon alle. Oder meine Frau sagt, Lockdown Light ist es ja. Aber wie es aussieht, wird auch über Weihnachten, Silvester bis ins Frühjahr uns Corona noch weiterhin begleiten. Es wird noch sicher eine Weile dauern, bis wir da endlich wieder mal ein normales Leben haben können. Und heute im Glas habe ich dank den lieben Dominik vom Kanal Drem mit Dominik wieder einmal einen hoffentlich tollen deutschen Whisky. Es handelt sich, wenn ihr schon gelesen habt, um den Empire's Way Henry DeFord. Abgefüllt mit 56,9%, hat 25 ppm, hat er mir noch mit da drauf geschrieben. Es ist eine limitierte Abfüllung mit 1073 Flaschen. Eine Flasche kostet jetzt Stand 2020, wenn man sie noch bekommt, ca. 120 Euro. Es handelt sich hier um eine Vermehlung von mehreren Jahrgängen und Fässern. Es wurden hier BX-Fässer verwendet aus europäischer Eiche. Einmal gab es hier Hogsheads und Octave-Fässer. Und es gibt so eine Art Altersangabe. Und sie schreiben auf die Originalflasche, steht dann, destilliert 2012 bis 2016 und abgefüllt Februar 2020. Das bedeutet jetzt, in diesem Whisky beinhalten sich jetzt Malts im Alter von 3 bis 4, 7 bis 8 Jahren. Wo machen sie das so und machen keine Altersangabe? Ist ganz einfach. Bei einer Altersangabe muss man ja immer vom jüngsten Malt ausgehen. Also wenn es jetzt ein 12-Jähriger ist, muss man einen 12-Jährigen, wenn da 13, 14 ist, egal, aber man muss den jüngsten Malt heranziehen. Und das würde dann nicht sehr gut ausschauen, wenn jetzt hier 3- oder 4-Jähriger Single-Malt dann um 120 Euro verkauft wird. Darum macht man das lieber so. Mal sehen, wie groß der Anteil ist. Ich hoffe, dass doch hier reichlich Ältere da drin sind. Und ich bin schon sehr gespannt. Der Whisky ist jetzt circa schon eine knappe Viertelstunde schon drüber, knapp 18 Minuten jetzt, so 20 Minuten im Glas. Verströmt hier schon ein sehr schönes Aroma, bin schon sehr gespannt. Da bin ich schon wirklich sehr gespannt. Aber wie gesagt, 56,9, Sonntag am Morgen, schauen wir mal. Und man riecht hier wirklich, gleich kommt einmal ein schöner. Das ist ein Torfrauch, Lagerfeuer in diese Richtung. Dann kommen salzige maritime Noten. Dahinter kommt eine schöne dicke Süße. Ja, PX. Aber da werden wir jetzt gleich mal ein bisschen Wasser dann dazugeben. Heute ist mir das etwas zu viel. Na, ein bisschen zittrig. Da haben wir ein bisschen, ja, da geht noch ein bisschen mehr, da der Knopf doch an die 60%. Ja, ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Woche. Wie gesagt, in Wien war es ein bisschen chaotisch. Aber jetzt zum Glück legt sich das Ganze wieder, es wird wieder ein bisschen ruhiger. Dazwischen war ja noch die Wahl in Amerika, Trump und Biden. War auch wieder mal eine eigene Geschichte. Und dieser Single Malt ist nicht gefärbt,
und nicht kühlgefiltert. Und hat schon wirklich eine tolle Farbe. Geht so Richtung Bernstein. Wir haben eine schöne Schlieren im Glas. Sehr schön ölig ist er im Glas. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, die Destillerie Hammerschmiede. Da haben wir immer sehr schöne Whiskys. Das letzte, was ich probiert habe, war ja der Elsburn. Erst vor kurzem. Der Sherry, der war auch sehr gut. Und auf den bin ich jetzt sehr gespannt. Das Ganze bezieht sich hier auf den König Heinrich IV. Und die Destillerie liegt hier auf diesem Empire, auf diesem Königskaiserweg. Und auf diesem Weg musste der König Heinrich damals vor der Armee von Sachsen fliehen. Und genau an dieser Stelle liegt jetzt die Destillerie, die Hammerschmiede. Und jetzt mit ein paar Tropfen Wasser, ja, wirkt er schon fruchtiger. Dieses leicht maritime, salzige Torfrauch, Lagerfeuer. Es hat schon was von Bomor. Lätschig vielleicht ein bisschen weniger, aber mehr Richtung Bomor. Finde ich jetzt. Ja, ah, da kommen gleich Rosinen. Ah, Richtung Orangenschalen. Ein bisschen Schokolade. Dann kommen Kräuter. Ich nehme ein bisschen an Salbei. Vielleicht Richtung Thymian. Und ein bisschen Tabak. Ja, hat schon eine sehr schöne Nase. Und jetzt bin ich mal gespannt. Trotzdem ein paar Tropfen Wasser. Ein sehr schöner, intensiver Antritt. Er ist leicht ölig. Leicht sirupartig. Diese Süße. Wir haben wieder Rosinen. Aha, eine schöne, sehr schöne Süße. Leider einfach BX. Diese schöne Süße von BX. Kommen diese typischen Rosinen. Eine Mischung Mandarinen, Orangen, schöne. Ganz süße Mandarinen, ganz süße Orangen, Rosinen, Karamell, ganz leicht pfeffrig, bisschen Eichenwürze kommt. Ja. Kommt noch ein bisschen Leder. Auch hier ein bisschen wieder dieser Tabak. Jetzt geht's Richtung Espresso Mokka. Diese Richtung. Abgang bleibt noch schön. Noch eine leichte Schärfe, nicht schlimm. Der ist wirklich nicht schlecht, nur der Preis tut weh, 120 Euro. Und dieser Rauch ist wirklich sehr harmonisch eingebunden in das Ganze.
Man hat ja immer im Hintergrund diesen schönen Torfrauch, Lagerfeuer. Diesen schönen, was immer im Hintergrund bleibt, aber immer hier ist. Durch diese paar Tropfen Wasser wird etwas fruchtiger, etwas süßer, geht dann mehr auf. Auch der Rauch bleibt hier. Naja, ich gehe Richtung Bomor. Das Einzige, was er nicht hat, ist, er hat keinen Speck. Das hat er nicht. Keine Schinken, keine Specknoten. Einfach ein schöner Torfrauch, Lagerfeuer. Diese leichte Salzigkeit, das ist das Maritime. Sehr schön. Rosinen. Jetzt soll ich ein bisschen Malzkekse, wenn ihr das kennt. Dann wieder diese schönen Orangenschalen. Schokolade, dunkle Schokolade. Hinterher dann wieder dieses kräuterige. Diese Salbei-Thymian-Mischung. Richtung Salbei-Tee. Ja, der gefällt mir wirklich gut. Ja, auch aus Deutschland kommen jetzt wirklich schon immer wieder sehr gute Whiskys. Ja, das ist wieder mal ein schöner Sonntagswhisky. Schön ölig. Ja, vielleicht hat er kurz auch was leicht Medizinisches. Ganz leicht. Mal wieder dieses Maritime. Rosinen. Süße Orangen. Ganz süße Orangen. Mandarinenmischung. Dunkle Schokolade. Dann kommt bei mir etwas Leder mit Tabak. Schön Karamell. Leichter Pfeffer kommt jetzt hier. Er bleibt auch hier. Schön. Klar, leicht rauche ich immer hier dieses Lagerfeuer am Gaumen mit leicht Torf. Ganz zart, was hier mitschwingt. Abgang bleibt hier leicht rauchig mit Mokka. Vielleicht ein bisschen Aschenbecher in diese Richtung. Mit leichter Pfeffrigkeit. Wow. So, da muss man auch den letzten Schluck nehmen. Das macht es ja wieder schwer. Ja, natürlich, er hat jetzt nicht diese riesige, durch diese, er ist auch noch nicht so alt. Man hat jetzt noch nicht so sehr extreme Eichenwürze, aber trotzdem ist das wirklich ein ganz, ganz guter, wenn man es mag. Mir schmeckt er wirklich sehr gut, auch wenn er jetzt nicht diese Eichennoten hat, weil er noch nicht dieses Alter hat. Boah, das ist schwer. Aber der liegt hier zwischen einer 2 plus 2 sogar. In diese Richtung geht's für den Empire's Way. Wenn man sich eine Flasche noch ergattern kann um 120 Euro, sollte man zugreifen. Denn das ist wirklich ein toller deutscher Whisky. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Nerd. Ciao.